Hallo. Hi, willkommen in diesem Video. Heute gehen wir 10 Gründe durch, warum Eltern schimpfen, schreien oder manipulieren. Genau. Und falls du dich in einem Punkt wiederfindest, dann darfst du es gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wir freuen uns. Let's go. In die Kommentare. Es geht los. Let's go. Ach ja, wir geben dir natürlich zu jedem Punkt einen Gedankenstoß, damit du den ersten Step in die Veränderung gehen kannst. Da lungert doch irgendwo ein Glaubenssatz. Es ist so, dass wenn wir irgendwas verändern wollen, fallen wir immer auf den untersten Glaubenssatz zurück. Also der unterste Glaubenssatz ist immer der Glaubenssatz, der dich limitiert. Das heißt, es kann sein, dass du im Kopf etwas glaubst wie, aber manchmal muss ich doch schimpfen. Oder sonst machen die Kinder ja nicht mit. Falls du dich dabei erwischt hast, dass du sagst, okay, ich rechtfertige tatsächlich das Schimpfen oder Schreien manchmal, dann kannst du für dich schauen, welcher Wert steckt dahinter dem Glaubenssatz. Also welcher Wert steckt hinter dem Glaubenssatz? Und wenn du das identifiziert hast, dann kannst du deinen Glaubenssatz umformulieren, damit es mit deinem Wert im Einklang ist, aber dich nicht länger limitiert. Oh. Kennst du das einfach, wenn der Tank komplett leer ist? Immer wenn unser Tank leer ist, dann arbeiten wir im Energiesparmodus. Und weißt du, was extrem viel Energie bedarf? Konflikte zu lösen. Und zwar auf eine Art und Weise, die liebevoll ist, konstruktiv, wo wir Empathie einschalten müssen, wo wir versuchen, den Gegenüber noch zu verstehen und wo wir versuchen, unsere eigenen inneren Dränge vielleicht noch ein bisschen niedrig zu halten. Das kostet extrem viel Energie. Und mit einem leeren Tank hast du gar keine Chance, das zu machen. Das heißt, ein leerer Tank sorgt immer dafür, dass wir gewisse Situationen möglichst schnell beheben möchten. Und eine der schnellsten Möglichkeiten, gerade mit Kindern ist es ja, unsere Macht auszuspielen. Ja, das heißt, laute Stimme, Befehle, Liebesentzug. Wir haben so viele Möglichkeiten, Macht über unsere Kinder zu übernehmen. Und ja, in den Momenten missbrauchen wir diese Macht dann auch. Das heißt, wenn du auf einen vollen Tank achtest, hast du sogar die Möglichkeit, öfter in Konflikte reinzugehen und sie konstruktiv und liebevoll zu lösen. Du lebst eventuell einen Alltag voller Neins. Ja, du als Erwachsene. Also es kann sein, dass dein Alltag gefüllt ist mit einem Job, der dir überhaupt nicht gefällt oder zuspricht, dass du Menschen um dich herum hast, wo du sagst, nein, nein, nein. Dein Inneres spürt und schreit einfach nur noch nein. Das heißt, es setzt dich extrem unter Druck, so wie dein Alltag aufgebaut ist. Und jetzt hast du Kinder bekommen und spürst erst recht ganz, ganz viele Neins, weil du selber krass an deine Grenzen kommst. Jetzt wäre einmal die Frage für dich zu reflektieren, wo in deinem Leben gibt es ganz viele Momente, wo du eigentlich deine Grenzen ganz krass spürst und wo du merkst, mein Leben ist nicht im Einklang mit dem, was ich eigentlich gerne hätte. Also dir quasi einen Ja-Alltag zu verschaffen für dich, dass du den Job dir holst, der auch wirklich zu dir passt, dass du Menschen um dich herum hast, die dir gut tun und ja, damit du auch weniger unter Druck und mehr aus der Leichtigkeit handeln kannst. Ach ja, es fängt natürlich bei den kleinsten Ja's an. Das heißt, du kannst dir schon Kleinigkeiten im Alltag einbauen, wie die Tasse Tee, die du gerne trinken wolltest, Kaffee, eine Kerze anzuzünden, einmal den Spaziergang zu machen, die Wäsche mal liegen zu lassen, also mal Nein zu anderen Dingen zu sagen und mal Ja erstmal zu dir selbst. Schau mal, wenn ich zwinker. Das fällt ja so im Alltag gar nicht auf. Mir fällt es ja auch nicht auf, wenn ich zwinker. Es ist ja ein Reflex, was unser Körper automatisch ausübt. Stell dir jetzt mal vor, dieser Reflex würde nicht so integriert sein, dass ich jedes Mal merke, wenn ich zwinker. Ich würde verrückt werden. Ich würde mit diesem Reflex nicht klarkommen. Und wir haben tatsächlich ganz viele frühkindliche Reflexe, die häufig nicht integriert sind, auch im Erwachsenenalter. Eins dieser Reflexe ist zum Beispiel der Moro. Ja, das ist unser Stressschutzreflex. Und wenn der bei dir noch aktiv ist, dann kann sein, dass sobald etwas Stress ausgelöst wird, dass du in einen Modus verfällst, wo du versuchst zu kämpfen oder zu flüchten. Ja, je nachdem, in welcher Form sich dieser Reflex bei dir noch aktiv verhält. Wenn du schauen möchtest, ob deine Reflexe integriert sind oder irgendwie noch aktiv sind, und gerade dieser Moro-Reflex kann sich reaktivieren durch Krankheiten, Traumata, Belastungen und Stress,
kann ich dir nur empfehlen, dich bei Menschen zu wenden, die zum Beispiel Reflexintegration ausüben. Du kannst dich natürlich jederzeit bei uns dafür melden oder bei jemand anderen, den du vertraust und Lust hast, mit denen zusammenzuarbeiten. Viel Spaß! Innerer Dialog. Dein innerer Dialog ist sehr hart mit dir selbst. Wie kannst du von dir selbst erwarten, dass du weicher mit deinem Kind sprichst, dass du liebevoller auf dein Kind zugehst, wenn deine innere Stimme noch ganz hart mit dir selbst umgeht? Also, achte einmal darauf, hör erstmal in dich hinein, wie sprichst du mit dir selbst? Was sagt die Stimme? Hörst du ganz oft Wörter wie ich muss, also so, wenn wir sagen, ich muss, ach ja, ich muss ja noch kochen, ich muss ja noch putzen, ich muss ja noch die Kinder abholen vom Kindergarten, von der Schule, was auch immer. Schau einmal für dich, wie deine innere Sprache ist, wie deine innere Stimme ist, denn es prägt schließlich, wie du handelst im Alltag. Es wird ja auch prägen, wie du mit anderen sprichst, gerade wenn du in Stress gelangst. Also du darfst einmal gucken, wie du deine Sprache umformulierst. Zum Beispiel was ganz Simples, du kannst das Wort muss durch darf ersetzen und dann auch schon mal ganz gucken, wie du dich im Alltag fühlst und wie du dich im Alltag anders bewegst. Was passiert mit diesem Ballon, wenn er zu viel Druck hat? Der explodiert, natürlich. Und wenn du zu viel Druck im Alltag hast, dann explodierst du auch irgendwann. Ja, dein Körper kann nicht alles aushalten. Und wenn wir sehr viel Druck haben, das kann Zeitdruck sein, finanzieller Druck sein, das kann der Druck von ganz viel Verantwortung sein oder der Druck auf der Arbeit, dann ist es ja nur menschlich, dass du irgendwo Druck ablassen musst. Und hier darfst du als Verantwortung für dich übernehmen, regelmäßig Druck rauszulassen. Such dir Ventile, womit du deinen Druck rauslassen kannst und dass du den Alltag mit ein bisschen mehr Freiraum in dir drin ausleben kannst, damit auch, wenn da mal ein bisschen mehr Druck kommt, du nicht sofort explodierst. Du fühlst dich nicht gehört, du fühlst dich nicht gesehen. Und dein inneres Kind kommt in dem Moment zum Vorschein, gerade wenn du keine anderen Alternativen hast, mit deiner Wut oder mit deinen Gefühlen umzugehen. Das heißt, in den Momenten, wo dein inneres Kind sich nicht gesehen und nicht gehört fühlt, wirst du lauter. Und genauso hast du es in deiner Kindheit höchstwahrscheinlich erfahren, dass wenn du nicht gehört wirst, in deinem Anliegen nicht zu sagen, dass dein Kind dich nicht hört grundsätzlich, sondern dass du dich nicht gehört fühlst und nicht gesehen fühlst, wirst du lauter, damit du auch ja gesehen wirst und ja gehört wirst. Also du darfst einmal für dich schauen, vielleicht auch in welchen anderen Lebensbereichen du nicht gehört und nicht gesehen wirst. Hörst du dich selbst? Siehst du dich selbst? Diese Fragen darfst du dich einmal gerne stellen. Weißt du, wann ich früher sehr häufig dazu gegriffen habe? Wenn ich extrem gestresst war. Unser Körper hat über die Jahre gewisse Strategien entwickelt, um mit Stress umzugehen. Nicht alle davon sind extrem gesund oder gut für uns, aber irgendwie gehen sie mit dem Stress so um, dass wir den Stress weniger verspüren, dass andere Hormone dadurch ausgelöst werden. So ist es so, dass wir ein Stressmuster zum Beispiel haben, dass wir uns ablenken. Ja? Das heißt, wenn du mal gestresst bist, kann es sein, dass du häufiger dazu greifst, in deine Hosentasche, um dich abzulenken. Ja? Und du könntest dir zum Beispiel sagen, ich tausche dieses Stressmuster gegen ein Buch zum Beispiel aus und hättest dein Stressmuster erkannt und gebrochen. Das wäre zum Beispiel Stressmuster Flucht. Ein anderes Stressmuster ist zum Beispiel Kampf. Und Kampfstressmuster sehen auch häufig so aus, dass wir in Konflikte reingehen, dass wir uns in Konflikten stellen, dass wir vielleicht lauter werden, dass wir schimpfen, aber dass wir auch einfach sehr, sehr viel argumentieren, in Machtkämpfe verfallen. Und du darfst mal für dich schauen, wie ist dein Stressmuster denn aufgebaut, gerade mit deinem Kind? Was machst du, wenn du gestresst bist und wie gehst du mit deinem Kind dann in dem Moment um? Und wenn du das Muster erkannt hast, dann kannst du schauen, wie du das brichst. Du weißt nicht, warum du schimpfst. Warum ist das überhaupt wichtig? Wenn du einigermaßen unser Kanal verfolgt hast, dann ist dir wahrscheinlich schon mal aufgefallen, dass es irgendwie immer wichtig ist, warum dein Kind sich so verhält, wie es sich verhält. Was steckt dahinter? Was motiviert das Verhalten? Und es ist nicht anders bei uns Erwachsenen. Deswegen ist es wichtig, nicht oberflächlich zum Beispiel ein Gummi flatschen zu lassen, jedes Mal, wenn du schimpfst, oder dich irgendwie zu bestrafen, an deinem eigenen Verhalten anzusetzen und irgendwie versuchen, dich zu maßregeln. Sondern es ist wichtig, dass du herausfindest, warum schimpfe ich eigentlich gerade? Was ist gerade los? Ah, die Wut treibt mich. Okay, warum bin ich wütend? Liegt das wirklich nur an meinem Kind oder ist
irgendwas, also das liegt nicht an deinem Kind, aber ist dein Kind, das Verhalten deines Kindes allein der Auslöser? Oder ist es schon, weil du zu wenig Räume im Alltag für dich selbst hast, worin du dich quasi entfalten kannst, wo du dich gut fühlen kannst? Das darfst du einmal für dich reflektieren. Also, warum schimpfst du? Welche Bedürfnisse sind bei dir unerfüllt? Und wir reden auch oft von emotionalen Bedürfnissen. Das heißt, zum Beispiel, fehlt dir die Verbindung zu dir selbst, zu anderen Menschen? Würdest du dich eigentlich gerne mit deinen Freunden treffen und machst es nicht? Oder hättest du gerne Zeit mit deinem Partner? Fühlst du dich grundsätzlich einfach nicht in Verbindung mit dir selbst? Willst du dich freier bewegen, in deiner Autonomie, in deiner Selbstständigkeit? Oder fühlst du dich vielleicht nicht sicher? Hast du vielleicht aktuell finanzielle Themen, die dich vielleicht belasten? Oder rundum Themen, die gerade in der Welt vielleicht belasten, die dich? Also du darfst einmal für dich reflektieren, welche Bedürfnisse bei dir nicht abgedeckt sind. Weil das treibt unser Gefühl und das auch wiederum unser Verhalten. Aber wie denn sonst? Wenn wir keine Alternativen haben, dann ist es extrem schwer, etwas einfach loszulassen. Dann ist da irgendwie ein Loch und dieses Loch kann irgendwie jetzt gerade nicht gefüllt werden. Und ich kann das sehr gut verstehen, wenn du jetzt keine Alternative hast, dass du einfach erstmal auf diesem gewohnten Sitz sitzen bleibst. Weil es fühlt sich ja immer noch sicherer an, hier zu bleiben, als dann eine Lücke nachher zu verspüren. Keine Alternativen zu haben, kann auch einfach sich sehr hilflos anfühlen. Und ich glaube, als Eltern wollen wir uns ja nicht hilflos fühlen. Deshalb, bevor du über Alternativen jetzt erstmal nachdenkst, darfst du mal schauen, war irgendwas für dich dabei bisher bei den anderen 9 Punkten? Wenn ja, dann brauchst du dich nicht um Alternativen kümmern, sondern erstmal genau diesen Step voranbringen. Erstmal da die Veränderung machen, weil da ist ein riesen Druckpunkt für dich, der dich gerade davon abhält, mit dem Schimpfen aufzuhören. Und ich weiß, dass es häufig so ist, dass wir nach Alternativen suchen, dass unser Körper sagt, hey, wenn ich mit dem Schimpfen aufhöre oder nicht mehr manipulieren soll oder nicht mehr schreien soll, was soll ich dann stattdessen machen? Ja, diese Frage läuft sehr, sehr häufig ab. Aber die wichtige Frage ist eigentlich eher, was fehlt dir, um aufzuhören? Und das ist meistens nicht eine Alternative. Diese Alternativen sind auch nur Tools. Und unsere Coaches machen die Veränderungen nicht, weil wir denen was anderes geben, wie sie damit umgehen können. Übergangsweise, um neue Erfahrungen zu sammeln, sind natürlich Alternativen super. Du kannst zum Beispiel anfangen zu flüstern, zu singen, zu lachen, wenn du schimpfen möchtest. Aber willst du das denn jedes Mal machen? Wie viele Tools willst du dir dann aneignen? Wie viele Alternativen willst du im Kopf haben, dass jedes Mal, wenn du schimpfen möchtest, auf etwas davon zurückgreifst? Es ist nicht mehr authentisch. Deshalb für dich, wenn du etwas verändern möchtest, dann darfst du schauen, welche Tiefe der Veränderung willst du jetzt rangehen? Soll es ein Coaching sein? Möchtest du dich mal mit einem dieser 9 Punkte, die du jetzt gehört hast, auseinandersetzen und dich da vertiefen? Und in der Beschreibung findest du natürlich auch einen Zugang zu uns, falls du mit uns mal eine halbe Stunde drüber sprechen möchtest, um zu gucken, welche Möglichkeiten es für dich gibt. Egal was es ist, ich wünsche dir super, super viel Erfolg auf deinem Weg und dass du bis hierhin schon geschaut hast, zeigt ja auch, wie committed du zu diesem Thema gerade bist. Ja, wir danken dir natürlich ganz herzlich, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Du kannst das Video gerne liken und unser Kanal abonnieren, um uns zu unterstützen. Auch gerne mit deinen Freunden oder Verwandten teilen, je nachdem. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.